Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Opening auf meinem Kanal. Heute mit den neu erschienenen Premium Collections der glänzenden Schicksal Reihe. Die hatte ich auch vorbestellt, zusammen mit den Minitents. Ich hatte erst überlegt, ob ich die als komplettes Opening macht, also einfach öffnen und dann die 34 Booster, also es waren 10 Tins, 10 Mini-Tins und halt die zwei Premium Collections, die 34 Booster dann zusammen öffne. Das Problem ist nur, dass halt gesagt wird, ich habe die Erfahrung jetzt noch nicht gemacht, aber dass halt gesagt wird, dass die Drop Rate da von den oder die Pull Rate von den Minitins etwas schlechter ist, und dann wollte ich halt nicht das Ergebnis verfälschen, wenn dem wirklich so ist. Deswegen teile ich das halt in die Produktkategorien einfach auf. Genau. Also wir haben einmal die zwei Promokarten, einmal Crobat oder beziehungsweise X-Bat und einmal Drakapult. So, genau, im Deutschen heißt er ja Katapult. Katapultra. Ich gebe auch gleich sofort die Codekarte noch raus, sobald ich die Karten eingetütet habe. Hier haben wir die Codekarte für die Box, die sehr coole Jumbo-Karte von Katapultra V-Max. Und noch die Katapultra V-Karte. Beide in Shiny, also die Promos. Auf jeden Fall sehr schöne Karten. Generell sieht die Premium Collection sehr nice aus. Wirklich schönes Produkt. Auf jeden Fall auch sinnvoll, das sich in den Schrank zu stellen und vielleicht nicht zu öffnen. Die 7 Booster. Die öffne ich sofort, sobald ich die andere Box geöffnet habe. Mit Shiny Crobat, Shiny X-Bat. Und wie gesagt, das vorerst letzte Opening zu Shining Fates kommt dann wahrscheinlich ein, zwei Tage darauf. Achso, genau, ich hatte noch die Spielmünze vergessen. Die sind natürlich noch hier drin. Einmal von X-Bat und einmal von Katapultra. Genau. Da kommt das Opening wahrscheinlich dazu, dann etwas später und auch erst vorerst das letzte. Bis eventuell dann Ende März. Oder Ende April, glaube ich, dann die dritte Welle ausgeliefert wird und die Preise sich vielleicht etwas stabilisiert haben. Nehmen wir die X. Genau. Weil sonst ist das einfach keine gute Sache, sich das für die Preise zu holen. Also niemand von abhalten, aber 10 oder teilweise 12 Euro für einen Booster ist dann schon, den Preis sollte man definitiv nicht zahlen. So, genau, hier nochmal die zwei Promokarten. So, 14 Booster. Genau. Ah, shit. Okay, wieso war jetzt hier keine Codekarte drin? Okay, die Codekarte war hinter der. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also die Codekarte, ich hatte jetzt versucht, die letzte Karte hochzuziehen und die war vor der Rare, ne? In dem Fall die Ultra Rare. Also auch nochmal das im ersten Booster das X-Bat V-Max in nicht Shiny. Ja, und hier ist die Codekarte. Also war eindeutig jetzt so ein Verpackungsfehler. Dann gehe ich einfach ein bisschen schneller hier durch das Booster in dem Fall. Rostiger Schild. Ist die. Achso.
Ostiger Schild ist die Reverse. Ist das irgendwie, warte, ich bin gerade total verwirrt. Vielleicht ist das ein Arrow Pack oder so, oder ich habe einen Fehler gemacht. Jedenfalls, hier ist nochmal die Holo, also eine Holo, eine Reverse und eine Ultra Rare. Das heißt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Okay, das ist echt seltsam. Okay. Okay, das scheint wohl irgendwie ein sogenanntes Error Point gewesen zu sein. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich gucke mir das auf jeden Fall gleich nochmal an. Also hier ist die Codekarte. So. Deswegen hat auch der Karte, also, naja, ich hätte den Kartentrick halt gemacht, aber ja, die Ultra Rare war halt hinter der Codekarte und zusätzlich noch eine Holo, was natürlich auch nice ist, und eine Reverse. Tropio Reverse und Zarude. Sehr seltsam. Aber beklage ich mich nicht. Also, wenn eine Karte mehr drin ist. Außer ich habe mich jetzt irgendwie verzählt. Codekarte. So. Wir haben Chimpep, Shinux, Smogon. Genau, den hätte ich auch gerne in Shiny, als Baby-Shiny. Ommelien, Knackleon, Boyelin, Rotom, Reverse, nice. Ditto V in Shiny. Sehr cool. Da habe ich jetzt die V in Non-Shiny und Servul V. Die habe ich leider schon, ist natürlich nicht, also ganz cool. Jetzt sollte ich mal nicht vergessen, die einzupacken. Das mache ich jetzt mal eben. Ich war, bin immer noch ein bisschen perplex von dem ersten Booster. Ja. Genau. Shiny Ditto V. So. Genau. Ja, seltsames Pack auf jeden Fall. Soll aber wohl auch mal vorkommen, dass in auch Boosterboxen oder beziehungsweise in Displays auch mal eine Holo mehr drin ist und so. Also, ja, dann kann sowas anscheinend auch passieren, dass da mal eine Karte verrutscht. Bounce, Shinox, Arena Trainer, Luxio, Tropius, Rostiger Schild und Kalman. Genau, es sind alles deutsche Karten. Englische Produkte sind momentan etwas teurer und aus dem Grund habe ich da jetzt auch nichts gekauft. Eventuell noch, kommt das noch, aber mal schauen. Gut, Karte. Es ist ein bisschen schwer, sich nicht zu spoilern durch die Rauheit der Karten auf dem vierten Spot sozusagen, wenn man den Card-Trick macht. Nice. Gotom Reverse, die habe ich noch nicht. Und ein Kamalm wieder. Die Karte hier. Sehr wohl. Ich glaube in Didi. Wird ziemlich oft gepult, also wenn ich mir mal so Videos angucke. Ist irgendwie, eigentlich müsste es ja total random sein, aber ist eine ziemlich häufig gezogene Karte. So. Chimpep, Funky, Snomo, Coutini, Tropius, Urgel, Arena Trainer, nice. Die Denne. Ist eine coole Shiny. Ist auf jeden Fall ein süßes Pokémon. Die Denne in Shiny. In der Babyform. Und Jan Mega. So. Moment, ich habe mal hier die Cardlist. Okay, Jan Mega. Beziehungsweise Jan Maham gibt's hier nicht, ist hier nicht enthalten. Finde ich auch, ist ein sehr cooles Pokémon. Ist aber anscheinend in dem Set nicht im Shiny Subset enthalten. Mauzi hatte ich ja im letzten Shiny Fails Video gezogen.
Tiny Fates Opening gezogen. Das war so eine Karte, die ich ganz gerne haben wollte. Smogon oder Smogmog wäre noch ganz cool. Ja, und eine der Trainerkarten. Eine Trainerkarte habe ich noch nicht gezogen. Das wäre schon ganz nett. Skylar scheint ganz beliebt zu sein. Und Rose. Nice, noch eine Shiny. Pescrydon. Oder Pescryodon. Pescryodon wahrscheinlich. Und Zaruda. Also. Drei Shinies bis jetzt. Und eine V-Max Full Art und eine V-Karte. Nice. Das ist jetzt wirklich so, bis da haben wir noch eins. Okay, das ist jetzt das. Wir haben jetzt noch. Genau, wir sind jetzt genau bei der Hälfte. Okay. So. Oh. Code. Kleptifuchs, Evoli, Kamams, Tuska, Cotini, Gigatte, Balduin, Tropius, Tuska Reverse und Vulcanian. Vulcanian. Sklurak Artwork. Mal sehen, ob wir in den Boostern die. Die ich jetzt mir geholt habe, dazu ein Glurak ziehen. Wäre natürlich ganz nice, aber. Aber muss jetzt auch nicht sein. Ist auf jeden Fall eine coole Karte. Die Rainbow Glurak aus dem Nacht im Flammenset finde ich auf jeden Fall. Okay, das ist natürlich extrem, die Karte gleich nochmal zu ziehen. Also im selben Opening. D2V. Again. Die haben wir nämlich schon gezogen. Ist gar nicht so schlecht. Ist ja eigentlich eine. Also aus dem Set eine ziemlich beliebte Karte. Ditto. Und ja, also mir reicht's, wenn ich die Karten einzeln habe. Ich würde sie ansonsten nicht verkaufen, wegen des Werts. Aber wenn ich die jetzt zweimal habe, dann werde ich die natürlich sehr wahrscheinlich verkaufen. Weil ich da ansonsten auch keine Verwendung für habe. So. Kleptifuchs, Knackleon, Yanma, Barmelin, Evoli, rustiger Schild, Urgel und nice. Hiervon habe ich die Vorentwicklung. Kleptifuchs in Shiny und jetzt Gaunux in Shiny. Sehr cool. Achso, ja, und ich habe gerade noch Urgel gezogen, den habe ich leider schon. Genau. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Hit. Also, das will ich jetzt auch nicht vergessen zu sagen. Das gerade in den Boostern, also in dem Booster davor, Ditto und Urgel zusammen war. Ne? Also auch ziemlich nice. Und Gaunux in Shiny. Ich ziehe die Karten gleich nochmal zusammen, was ich gepult habe. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall ziemlich nice aus. Also ich bin mehr als zufrieden. Ups. Okay, das Pack habe ich jetzt scheiße geöffnet. Sehr scheiße geöffnet. Ja. Oh. So. Yanma. Evoli, Morpeko, Yanma again, Balduin und Befehl vom Boss, Reverse und Vulcanian. So. Drei Booster noch. Ich meine, ich habe jetzt schon gute Karten gezogen, aber nichtsdestotrotz hoffe ich eigentlich auf eine Shiny V-Max noch, aber ja. Ist jetzt auch nicht
Also ich bin eigentlich schon zufrieden. Smogon, Dramelin, Nacleon, Bautz, Kleptifuchs, Bojelin, Luxio, nochmal Befehl vom Boss in Reverse und nice, meine erste Trainerkarte, Petrafakt. Petrafakt, okay. Interessanter Name. Da habe ich dann anscheinend das Spiel nicht weit genug gespielt, um die zu kennen. Okay, das ist diese Fossilie, also die Fossilien einem gibt, beziehungsweise ja, entwickelt. Ne? In der einen Region, ja, doch, da erinnere ich mich dran. Okay. Letzten zwei Booster. Eine Trainerkarte, ziemlich nice. Codekarte. Evoli, Chimpep, Debarak. Ist Webrak in Shiny da? Das finde ich nämlich eigentlich auch ein cooles Pokémon. Ich glaube, es ist nicht in dem Shiny Set drin. Nice. Pokusan. Oder Pokusan. Na, ist, okay, die Shiny Form ist mega cool. Kann man das sehen? Also dieser graue Weißton, das ist, sieht echt mega nice aus. Cool. Und Jan Mega. So, ich hatte ja noch gehofft, das Picochilla zu ziehen. Vielleicht habe ich ja nochmal das Glück, das in irgendeinem der Booster zu ziehen. Das finde ich eigentlich so ganz nice. Genau, das letzte Booster, danach mache ich mal die Zusammenstellung von den Karten. So. Bautz, Parmelin, Weberak, Mupeko, Chimpep, Tropius, Kotimi, Rotom, nice. Noch ein Shiny. Arboretos. Arboretos. Denke ich mal, so was heißen. Arboretos. Also die Weiterentwicklung von Bautz. Und Vulcanion. Sehr schön. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Shinies das waren, aber das kann ich mal sofort schauen. So. Das waren die Reverses. Plus die Holo, die merkwürdigerweise in dem einen Pack zusätzlich war. Dann noch eine Reverse Rare in Form von Gotrom. Genau. Aber die Rares, da werde ich jetzt nicht viel zu sagen. So. Also wir haben einmal Arbortos, Arboretos, so. Pokusan. Gaunux, Dedenne und Pescriodon. Fünf Baby-Shinies. Ja. Sehr nice. Dann zweimal Shiny Ditto V. Eine Trainerkarte und XBET VMAX und nochmal zwei reguläre V-Karten. Das heißt, auf dem normalen Spot haben wir 1, 2, 3, 4, die zähle ich jetzt mal einfach dazu, 5 Hits und Shiny-Karten 7. Ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das eine gute Pull-Rate. Und auch abseits davon bin ich auch mit den Karten auf jeden Fall sehr zufrieden. Und das mit dem einen ersten Booster, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, ob ich da eventuell was, ob ich die Karte irgendwie rausgerissen habe oder rausgerissen. Aber ich meine, das waren eine Karte zu viel. Naja, gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich guck mal, dass ich das Opening von den Minitins alsbald hochlade.
Und 20 Booster, also auch nochmal gute Chancen auf eine Shiny VMAX-Karte. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.